Montag, 12. Mai, wir sind vor dem Bundestag, es ist kühl, Sie merken das und Sie wissen das, wenn Sie heute den ganzen Tag draußen waren, haben Sie gemerkt, es ist nicht besonders frühlingshaft. Aber ich habe mir heute eingeladen in die Sendung aus dem Bundestag eine kampferprobte Straßenkämpferin, nämlich sie ist gerade im Wahlkampf, Silvia Yvonne Kaufmann, herzlich willkommen. Ja, hallo. Sie haben im Gegensatz zu mir Mantel an, ja, weil Sie dieses Wetter gewohnt sind. Ich bin hier voll auf Winter eingestellt mit Stiefeln, dicken Manteln. Ich hoffe, Sie erkälten sich jetzt nicht. Das wollen wir mal hoffen. Das ist eine große Sorge, ja, die ich habe. Aber ich habe das Gefühl, das Wetter heute ist so dem Wahlkampf angemessen. Der ist auch ziemlich unterkühlt noch. Oder täusche ich mich da? In der Tat, Europa ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Natürlich gebe ich mir große Mühe als Kandidatin, mit ganz vielen Terminen quer durch die Stadt mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Aber Europa ist schwierig als Thema. Wie viele Kilometer sind Sie denn schon gelaufen bei Wind und Wetter jetzt? Haben Sie das mal nachgezählt? Kann ich nicht sagen, aber lange, lange stehen an Infoständen und ja, das ist schon anstrengend. Hustenbonbons in der Tasche, immer eine Flasche Wasser dabei. Sie kandidieren erneut, denn in der letzten Periode waren Sie nicht im Europaparlament, jetzt wollen Sie wieder rein und davor waren Sie aber schon drin und ganz davor waren Sie auch schon mal im Bundestag. Genau. Ja, und davor waren Sie auch schon in der Volkskammer. Ja. Aber da gehörten Sie noch einer anderen Partei an. Ja. Ja. Erzählen Sie mal die Geschichte des Parteiwechsels. Die Geschichte des Parteiwechsels, naja, die ist noch so lange nicht her, das war 2009. 2009 habe ich nach vielen Jahren Diskussion über die Europapolitik, damals in der Linkspartei, früher in der PDS, für mich entschieden, dass ich deren europapolitische Position nicht mehr vertreten kann als Frau Kaufmann. Wollte ich nicht mehr. Das ist aus meiner Sicht eine europapolitische Geisterfahrt, die die Linke betreibt. Sie hat zu allen zentralen Fragen, die für die ganzen europäische Integrationsprozess wichtig ist, immer Nein gesagt. Zu allen europäischen Verträgen, selbst zu dem Vertrag von Lissabon, dem heute gültigen, der so wichtig ist und das Europäische Parlament gestärkt hat, der die Europäische Bürgerinitiative enthält, etwas, was ich sogar mit auf den Weg gebracht habe vor 10 Jahren. Nach vielen Jahren Diskussion habe ich dann gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte als Linke, als demokratische Sozialistin eine Partei, die eine pro-europäische Tradition hat. Jetzt sind Sie SPD, hat. Genau. Als eine gute Sozialdemokratin, ja. Ja, und vertreten genau die Position. Am Wochenende war Parteitag der Linkspartei, Ihrer alten Partei. Ja. Da haben die gesagt, wir sind die einzige Europapartei. Ja, das kann mir bloß ein müdes Lächeln abverlangen. Ja. Was zeichnet die SPD denn aus? Warum soll ich am 25. Mai SPD wählen? Also erstens würde ich sagen, ist die SPD die Europapartei Deutschlands. Wie Sie wissen, ist die SPD ja inzwischen schon über 150 Jahre alt. Und sie hat schon 1928 die Vision aufgestellt, dass wir eines Tages vielleicht Vereinigte Staaten von Europa kommen. Also eine lange proeuropäische Tradition. Und jetzt bei der Wahl streiten wir darum, dieses Europa, so wie wir heute die Europäische Union vorfinden, deutlich zu verändern, der EU eine neue Richtung zu geben, mehr Demokratie zu wagen, im Brandschen Sinne auch auf europäischer Ebene, Bürokratie abzubauen. Vor allen Dingen aber im Zuge der noch nicht beendeten Finanz- und Marktkrise auf Wachstum, Beschäftigung, stärkere Impulse zu setzen, damit wir vor allen Dingen ein Problem sukzessive in den Griff bekommen, nämlich das der sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere in den südlichen Ländern Europas. Das höre ich von allen Parteien und es geschieht eigentlich nichts. Wenn ich so die letzten 4 Jahre angucke oder auch die letzten 8 Jahre, ja, wo fehlt nicht irgendwo der Push? Muss das Parlament nicht noch eine stärkere Rolle bekommen? Also zweifellos muss das Parlament eine stärkere Rolle bekommen. Also wir streiten zum Beispiel dafür, dass das Europäische Parlament Initiativrecht bekommt, also selbst Gesetzesvorschläge für die Europäer. Das kann das Parlament jetzt nicht? Das Parlament kann die Kommission auffordern, Gesetze vorzuschlagen und die Kommission muss darauf reagieren, aber selber sozusagen einen Text auf den Weg zu bringen, das kann das Parlament noch nicht. Also zweifellos, dafür streiten wir. Aber weil Sie gesagt haben, es hat sich so viel noch nicht geändert, vielleicht darf ich doch ein Beispiel anfügen.
Wir haben viele Jahre dafür gestritten, dass die Finanzmarkttransaktionssteuer zum Beispiel eingeführt wird. Ganz wichtig, damit Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht mehr für die Rettung von Banken aufkommen, sondern die Finanzmarktakteure ihr Schärflein alle dazu beitragen. Am Anfang, alle haben das belächelt, genau, abgelehnt. Ewig, ganz ewig. Ganz vorne Frau Merkel. Ja, ja, ja. Ne? Und jetzt langer ganz vorne Kampf. Dabei, ist, als sie einzuführen. Naja, so weit sind wir leider noch nicht, weil inzwischen nur 11 Staaten von den 28 gesagt haben, sie würden das einführen. Im Moment hakt die Geschichte. Das heißt, wir müssen da an der Front weiterkämpfen, aber freuen uns natürlich, dass das Ganze inzwischen auf den Weg gebracht ist. Das ist ein Beispiel dafür, wie heißt so das schöne deutsche Sprichwort, steht der Tropfen hüllt den Stein. So ist es. Da hat man lange dran gebohrt, aber die Engländer wollen das nicht, weil in London Finanzzentrum ist. Meinen Sie, dass Sie das in den nächsten 4 Jahren schaffen, dass das denn wirklich kommt? Ich glaube ja. Und wir nicht dafür bezahlen, wir Bürger. Nein, also ich glaube ja, dass wir das schaffen, weil der politische Druck so extrem hoch ist und weil sie natürlich inzwischen, schauen Sie nach Deutschland, auch die Kanzlerin Merkel in der Verpflichtung haben, mit der Zusage dabei zu sein, wenn es um die Einführung der Finanztransaktionssteuer geht. Und was die Briten angeht, in der Tat, die haben ja versucht, das ganze Projekt mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Gerade letzte Woche. Genau. Ne? Juhu. Ja. Wieder ein kleiner Sieg errungen. Aber wie Sie sagen, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Man muss dranbleiben und das wollen wir natürlich. Und mit Martin Schulz, glaube ich, haben wir auch einen guten Kämpfer dann der in der Kommission. Ja, vielleicht, er will es ja zumindest werden, Kommissionspräsident. Ja, genau. Aber wer weiß, da hat auch Frau Merkel da drüben noch ein Wort mitzureden. Ja. Ne? Aber die europäischen politischen Parteien haben jetzt Spitzenkandidaten aufgestellt. Und das Europäische Parlament muss ja den Präsidenten oder die Präsidentin der Europäischen Kommission wählen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Staats- und Regierungschefs inklusive Frau Merkel sagen, April, das mit den Spitzenkandidaten war nicht ganz ernst gemeint. Das Europäische Parlament wird da schon aufpassen, dass einer der Kandidaten, nämlich der gewinnt, den Posten auch das kriegen. Geht nur, wenn Sie ordentlich Stimmen einheimsen für die SPD. Ja, ich gebe mir ja Mühe. Sonst kommt der Herr Schulz und sagt, liebe Frau Kaufmann, Sie haben ja nicht genug Stimmen gebracht. Genau, ja. Was ist denn das Vorderrangigste für Sie, wenn Sie jetzt ins Europäische Parlament wieder gewählt werden sollten? Worum kümmern Sie sich ganz persönlich am stärksten? Na, also, ich würde das mal zweiteilen, die Antwort. Politisch ist mir am wichtigsten, dass wir wirklich mehr Demokratie in der Europäischen Union bekommen und vor allen Dingen auch den Weg endlich beschreiten in Richtung eines sozialen Europa. Da liegt vieles im Argen. Das klingt immer so groß. Genau, sage ich gleich was zu, aber weil Sie gefragt haben nach den Arbeitsgebieten. Ich würde ganz gerne da wieder anknüpfen, wo ich früher im Europäischen Parlament tätig war. Ich war im Verfassungsausschuss und ich war im Ausschuss für bürgerliche Rechte, Inneres und Justiz, habe mich also um Bürgerrechte gekümmert. Und da würde ich ganz gerne wieder anknüpfen, wenn das möglich ist. Ganz konkret Bürgerrechte. Meinen Sie damit, meine Rechte als Bürger zu verstärken oder meinen Sie die Rechte der Bürger, die von außerhalb Bürger Europas werden wollen? Flüchtlingsfrage. Beides. Die Europäische Union ist ja eine Werteunion und ich finde, dass es wichtig ist, tagtäglich neu um die Einhaltung, Verwirklichung dieser Werte zu streiten. Was Ihre und meine Rechte als Unionsbürgerin angeht, Beispiel Datenschutz, ganz, ganz zentrale Frage, kriegen wir eine neue Richtlinie über Vorratsdatenspeicherung oder nicht? Ne? Wie sieht es mit den Rechten der Bürgerinnen und Bürger aus? Wäre auf jeden Fall ein Thema, was mich persönlich sehr interessieren würde, in dem Bereich zu arbeiten, bezogen auf Flüchtlinge, Menschen, die herkommen. Auch da, denke ich, geht es darum, dass die Politik der Europäischen Union verändert wird, dass wir wirklich eine humanitäre Flüchtlingspolitik betreiben und nicht so eine Abschottungspolitik und vor allen Dingen legale Möglichkeiten der Zuwanderung bekommen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das wäre nämlich eine wichtige Voraussetzung, eine betone ich, um diesen Nepper, Schleppern, Bauerfängern auch ein Stück weit den Boden zu entziehen. Darf ich dazu gleich noch mal was sagen, weil wir ja in Berlin sind? Sie dürfen. Ich bin am Samstag in Treptow-Köpenick gewesen
hatte dort eine Begegnung mit der ersten Köpenicker Integrationslotsin, und zwar einer Frau, die aus Indien kommt, die im Januar diesen Job angefangen hat und jetzt plötzlich vor der Situation steht, dass ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland, hier in Berlin, nicht verlängert wird und wo die Gefahr droht, dass sie zum 31. Mai des Monats ausgewiesen wird. Hatten Sie deswegen vielleicht dazu gemacht, damit der Fokus der Öffentlichkeit nun mal auf diese brennende Frage gerichtet wird, wie gehen wir mit den Leuten um? Ja, bloß Sie fragen ja nach Grundrechten, ja. Ne? Leuten, die herkommen, unsere beider Grundrechte und der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger. Und ja, ich meine, es ist ein wichtiges Thema. Und dann haben wir eine junge Frau, super qualifiziert, spricht perfekt Deutsch, ja, kriegt so eine Aufgabe. Erfüllt sie die Voraussetzung nicht, dass sie hier bleiben darf? Doch, die Ausländerbehörde sagt, das wäre ihre Tätigkeit. Sie ist die erste Integrationslotsin in Treptow-Köpenick auf Wunsch des Stadtbezirks. Und dann wird gleichzeitig gesagt, ja, aber sie soll doch nicht hier bleiben. Ist nicht im öffentlichen Interesse, was sie tut. Ja, weil offenbar die Bürokratie wieder dazwischen kommt. Das ist ein Punkt, da werden Sie sich drum kümmern. Ja. Ich will noch mal zurück zur Überwachung des Staates, Vorratsdatenspeicherung. Stichwort NSA. Ja. Ja, da kommen wir nach der Pause noch mal drauf. Okay. Nämlich, was kann Europa eigentlich tun, damit die großen Brüder über den Atlantik, oder unsere Freunde, sagen ja manche, Sie wahrscheinlich auch, uns nicht weiter mit ihren großen Abhörschüsseln überwachen. Darüber sprechen wir gleich weiter. Wir sind heute nicht im Bundestag, sondern Sie sind vorm Bundestag in der Sendung Außenbundestag. Heute ist 12. Mai und es ist ziemlich kühl. Das haben Sie ja den ganzen Tag selber erlebt, aber wir schaffen das auch noch. Bis nach der Pause, bleiben Sie dran. Frau Silvia von Kaufmann kandidiert fürs Europaparlament. Die Wahl ist am 25. Mai. Bis gleich.